Ich war noch eine der letzten in meinem Jahrgang, die mit Schreibmaschine ihre Hausarbeiten geschrieben hat. Ich bin Mira, ich bin App-Entwicklerin und Gründerin der Coco Coding GmbH. Wir helfen Konzernen und Startups und mittelständischen Unternehmen dabei, ihre App-Projekte umzusetzen. Das ganze Blockchain-Ding ist ja für viele einfach ungreifbar. Keine Raketenwissenschaft. Ich bin Quereinsteigerin in die Programmierung. Ich habe eigentlich Philosophie studiert. Wenn man heute gründet, gründet man meist eine App, eine Plattform. Und Frauen bringen diese Kompetenzen häufig nicht mit. Vor allen Dingen als deutsche Frau, warum, frag mich nicht, ist es so, dass man Angst vor Technik hat. Meine Rolle bei CreateF ist Tech-Mentorin. Ich möchte ihnen helfen, dass sie von diesem Mindset weggehen, dass sie das abschieben an einen CTO, an jemanden, der das für sie entwickelt und dass sie wirklich mündig teilnehmen an dieser Entwicklung, die richtigen Fragen stellen. Wir brauchen eigentlich eine Version, die zu jeder Gründerin spricht. Wir brauchen Diversität, genauso wie Männer eine diverse Anzahl an Leuten haben. Du kannst dir ausdenken, ob du Elon Musk-Fan bist oder ob du Bill Gates-Fan bist. Und wir brauchen eine ähnliche Diversität für Frauen.